Hallo und herzlich willkommen, zwei Späße verwirrt zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Und zwar schauen wir uns hier dieses Continental-Auto an. Ist im Endeffekt ein Lincoln, oder Lincoln, wie auch immer man das jetzt richtig ausspricht, aus den vermutlich aus den Jahren 75 bis 79, ein US-amerikanisches Karre, wie auch immer. Wird aber hier unter Lizard geführt und wird hier auch an den Symbolen als Lizard bezeichnet. So, ja, wir gehen hier hin. Das Ganze kommt von einem Modder, den ich gerade erst suchen muss, und zwar kommt das Ganze von Vectorman. Das gibt es auf allen Plattformen und 13,03 Megabyte groß. Ja, es schreibt dazu: Mit dem Lizard Continental kommt ein neues Auto in Famous Ladder 19. Obwohl die Zielgruppe des in den 70ern gebauten Continental sicher nicht im Bereich der Landwirtschaft liegt, kann das Auto dank der konfigurierbaren Anbauteile wie Anhängerkupplung oder Rammschutz die Arbeit auf der Farm deutlich erleichtern. Soweit der Modder, der Vectorman. Ja, schauen wir uns das Teil mal an. Kostet für 35.000, das denke ich mal auch ein angemessener Preis, 1785. Für 200 PS vom Machtschüler dieser, oder, dieses ist das nicht, das ist Benzin. 130 km/h Fahrtgeschwindigkeit, ihr könnt die Hauptfarbe in sämtlichen Farben ändern. Also wenn ihr mal ein bisschen werben. Frontanbau Standard, Rammschutz mit Logo, Lizard. Kostet euch 1300. Innenrahmdekoration haben wir einmal Standard, eine Lizard-Figur, oder diesen Gecko sozusagen, LS-Hut, Ventilator, Standard. Anhängerkupplung, Standard oder Submol hinten. Motorausführung entweder Continental mit 200 PS oder Continental Turbo mit 300 PS. Kostet euch aber nichts im Aufpreis. Soweit zu dem Auto. Haben wir hier mal so drei Stück stehen. Einmal hier so, dann mit Rammschutz und einmal noch mit Hutze hier oben drauf. Dass ihr dann, dass ihr seht, was das der große Motor ist. Zum Texturen gibt es jetzt eigentlich nichts zu sagen, weil da ist nichts an Deagles oder ähnlichem. Ihr habt hier hinten Continental stehen. Upsa. Das sieht soweit gut aus. Das ist in diesem Chrom, in diesem typischen. Wir haben ja diese riesen Ami-Leuchten, dieses Heck-Ding hier, dieses Heck, weil wieder so ein Schiff. Da haben wir oben im Gitter. Wenn ich jetzt hier durchkommen würde, wäre das noch brillant. Wunderbar. Wir haben hier vorne die Lichter, wir haben den Gecko hier vorne drauf, wie gesagt, wir haben hier eine Stoßstange. Der Rammschutz sieht also nicht anders aus, außer dass hier der Continental-Schopf so und der Gecko hier mit drauf ist. Und wie gesagt, die Hutze, die habe ich euch schon gezeigt. Im Innenraum haben wir, schon einen runden Tacho, also kein Bandtacho. Dafür haben wir die Umdrehungen. Ne, das ist nicht die Umdrehungen, was hier unten ist, das kann ich euch schon nicht sagen. Hier links sind die Umdrehungen. In der Mitte haben wir irgend so ein Tacho, ich weiß jetzt auch nicht genau, was das sein soll. Haben wir ein Radio in der Mitte, Lenkradschaltung. Und wir sitzen ein bisschen komisch. Wir sitzen auf der einen Seite zu weit vorne, auf der anderen irgendwie zu weit hinten, weil wir glitschen so halb in den Sitz hier mit rein. Aber sind trotzdem sehr, sehr nah am Lenkrad dran. Wir haben halt zwei Ledersitze oder Sitzbänke. Das sieht irgendwie, ja, nicht besonders toll aus, aber zweckmäßig. Ne? Also gerne, wer es haben möchte. So, jetzt mache ich mal einen Sound und es muss wirklich mal ein bisschen sehr genau hinhören. Und wie sie hören, hören sie irgendwie so fast gar nichts. Das ist vielleicht ein Problem an dem Mod, weil du hörst wirklich den Sound nicht gut. Der Start ist echt gut. Das passt. Aber das Fahren, das passt zu so einem, vermute mal 8-Zylinder war es damals, passt das wirklich überhaupt nicht dazu. Diese V8-Motoren, die haben einen ganz anderen, vor allem, was heißt einen ganz anderen Klang, aber vor allem lauter. So, mit 130 km/h ist hier angegeben, das können wir gerne nochmal austesten, wenn ihr das wollt.
Beziehungsweise nicht, wenn er das wollte, das machen wir so oder so. Mal sehen, ob wir hier eine ordentliche Strecke haben, wo wir die auch erreichen können. Aber das sollte soweit gehen. Hier können wir noch mal ein bisschen Tempo machen hier runterwärts. Und ihr seht, er bleibt ultra. Er bleibt bei 115, 116, bleibt er stehen. Das heißt, da haben wir noch einen kleinen Fehler hier unten drin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit was war da nochmal angegeben. Na, mit 130 ist er auch angegeben hier soweit. Also man musste das schon noch entweder halt 115 in der Beschreibung oder halt auf 130 km/h upgraden. Lok ist erstmal sauber, da gibt es nichts. Jetzt gehen wir natürlich noch in die Nacht rein. Hier habe ich den jetzt mal ohne Anhängerkupplung gekauft. Wir gehen mal noch in die Nacht rein. Dann machen wir einen Lichttest. Vorne haben wir die zwei, die Doppelscheinwerfer, hinten haben wir den Balken, den großen. Dann haben wir vorne nochmal eine Lichtstufe, die aber aus nichts kommt. Ne? Also, ja. Blinker haben wir hier an der Seite. Vorne und hinten nur an der Seite. Genauso rechts, das reflektiert alles, das ist alles schön. Warnblinker passt auch. In Position 1 haben wir hier logischerweise wieder nicht. So, also was kann man im Endeffekt dazu sagen? Ja, die Hupe, die muss auch sein. Was kann man im Endeffekt dazu sagen? Deutlich ausbaufähig, meiner Meinung nach. Die Armaturen hier unten sind schon mal animiert. Ne? Also das ist gut. Zwar hängt zwar ein bisschen hinterher hier, aber das ist alles gut. Bevor ich das jetzt wieder vergesse zu sagen. Ne, das passt. Also das ist alles in Ordnung so. Gucken wir nochmal jetzt schnell, ob der Fahrer animiert ist. Er hängt so ein bisschen interessant am Lenkrad. Also nimmt das Lenkrad auch mit. Ob der jetzt hier animiert ist an den Füßen, kann man jetzt hier schlecht erkennen. Ja, doch, alles animiert. Er gibt Gas. Gas gibt er. Aber wirklich auch nur Gas, wenn man jetzt hier in den Innenbereich reinguckt. Sieht man auch, das Gaspedal wird gedrückt. Also das passt soweit. Ansonsten, ja, wenn wir jetzt hier F1 nochmal aufmachen, sehen wir, wir können jetzt ja auch nichts weiter machen. Also, es ist ein schönes Auto für US-Fans, aber es ist noch ein großer Ausbau. Schon mit der Lok ist sauber, die Texturen sehen alles top aus, aber gerade in der Funktionalität gibt es da schon noch deutlichen Ausbau. Gerade schon erstmal, weil die Marke nicht drin ist. Aber naja, gut, das liegt weniger an dem Motor, sondern eher an Giants wahrscheinlich oder an der Engine, an der Freigabe. Aber naja, gut. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es wieder rein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.